17. November 1990, kurz nach seinem 72. Geburtstag, verstarb Peter Schilper-Ort an Herzversagen. Bereits 1945 gründete er die legendäre Dutch Swing College Band. 45 Jahre europäische Jazzgeschichte wurden von ihm geprägt. Peter Schilper-Ort setzte als Bandleader, Produzent, Arrangeur und Komponist die Akzente für den internationalen Erfolg der Dutch Swing College Band. Höhepunkte aus einem Konzert vom 20. April 1988. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Het is voor ons een besonders große Freude, mal hier zusammen zu sein bei Zweite Deutsche Fernsehen in diesem schönen Jazzclub-Sendung. Darf ich die Leute an sich vorstellen? Wir haben am Klarinett und am Saxophon, ein Mann spielt schon mehr als 20 Jahre bei uns, Bob Kaper. Und hier ist unser Junior am Posaune, Bert Boeren. Auch noch sehr jung ist unser Kornettspieler, Sietse van Duin. Habe hier einen Klavierspieler und der spielt auch schon 7 oder 9 Jahre schon bei uns. Ja, und er hat einen skottischen Namen, aber ist wirklich ein richtiger Holländer, das verspreche ich. Er heißt Fred McMurray. Unser Mann aus Den Haag in Holland, wo all die reichen und wichtigen Leute wohnen, und das kann man auch ganz gut sehen. Und wenn Sie seinen Namen hören, sind Sie ganz sicher. Henk Bosch van Drakenstein. Der Mann hinter dem Schlagzeug kommt aus Zertogenbosch. Da hat man am besten Bier und Karneval und Fasching und so weiter. Auch das ist klar zu sehen. Huub Jansen. Und last but not least, der Mann, der vor mehr als 43 Jahren diese Kapelle gründete. Er ist nicht nur der Gründer, sondern auch der Kapellmeister. Und er spielt viele Instrumente, aber meistens Sopransaxofon, Tenorsaxofon und Klarinette. Und zijn Namen enthält einen typischen holländischen Klang. Er heißt Peter Schilperoort. Die Band heute über Peter. Ich denke, das Wichtigste ist das musikalische Gehirn, dass man immer wieder weiß, das ist Punkt Null, da sind wir angefangen und das ist authentisch DSC. Ich denke, deshalb haben wir das immer geschafft, 45 Jahre, jetzt ist es sogar 46, die gleiche Idee, die gleiche Sound, die Dutch Swing College Dixieland Sound zu behalten. Und das hat kein Problem gegeben. Das war die Eltern von Peter und mein, das war nur die Musik, was uns verbindete und der Rest, das war nur das war nicht wichtig. Ja, war eine Persönlichkeit. Das ist immer was mir beste beigeblieben ist von mit Peter, dass er solche komische Antworten damals gegeben hat auf Situationen. De Peter war ein komischer Mensch und ich kann mich erinnern, wenn wir in der Bar waren nach einem Auftritt, hat er gesagt, ja, hör mal, wenn ich nicht mehr dabei bin, mach weiter, trink ein Glas mehr pro Abend und dann kommt alles in Ordnung. Und das machen wir, machen weiter und wir trinken ein Glas extra pro Abend.
Jetzt haben wir einen Solist, unser Junior, mit seiner Posaune. Und wir lassen hören, dass er nicht nur ein sehr guter Instrumentalist, aber auch ein sehr guter Improvisator ist, mit ganz schönen Ideen. Er tut das in ein schnelles Stück mit dem Titel Back Home Again in Indiana. Thank you.
En ik ben ganz glücklich met die jonge Leute, die dabei sind. Dat heb ik met Absicht getan. Ik dacht, wenn ik jetzt wieder alte Leute erin hole, dan wird de Band immer grauer. Und ja, we zijn oud genoeg, ne? Ja, dat moet toch mal wieder etwas junges Blut dabei sein. Ja, en ook dat. Er muss mehr Musiker sein, die kennen oder verstehen das gute alte Weg und die spielen das noch, wenn wir sie nicht mehr da haben. Ja, da müssen junge Leute übrig bleiben, die diese Musik wieder spielen.
Ja, meine Damen und Herren, ist jetzt das Moment gekommen, dass unser Gastartist dazukommt. Das ist eine schöne Dame, die ich für das erste Mal hörte, so ungefähr vor sieben Jahren bei den Beautiful Show Bubbling Brown Sugar in Den Haag. Und dann ist sie in Holland geblieben, hat da geheiratet, hat jetzt einige schöne Kinder und singt noch immer als Soloartistin. Und das werde sie heute Abend hören. Und ich weiß nicht, ob Sie es schon früher gehört haben, aber das ist wirklich etwas Besonderes. Sie kommt aus New York und heißt Marjorie Barnes. Is it true what they say about Dixie? Does the sun really shine all the time? Do the sweet magnolias blossom on everybody's door? Are folks still eating possum till they can't eat no more? Is it true what they say about Dixie? Is that dream by that stream so sublime? Do they laugh? Do they love? Like they say in every song. If it's true, that's where I belong. Is it true what they say about Dixie? Does that sun really shine all the time? Do the sweet magnolias blossom on everybody's door? And are folks still eating possum till they can't eat no more? Is it true what they say about Dixie? If that dream by that stream is so sublime, do they laugh? Do they love? You know I don't lie.
She knocks a bit when she came into town. All the girls all around are jealous of Miss Georgia Brown. Well, I wish she can't get a mouse. She ain't met Georgia named her Georgia Kramer. Sweet Georgia. Das nächste Stück wird ein Solostück für Bob Kaper mit seinen schönen Klarinette da und wird begleitet von der Rhythmusgruppe und von den Blechbläsern. Das sind die Kornett und Posaune. Die sind gemacht von Blech. Ich möchte auch gern mitspielen, weil das Arrangement so schön ist. Aber er hat es verboten. Er sagt, deine Instrumente sind nicht von Blech gemacht, sondern von Gold. Darum darf ich nicht mitspielen. Ich muss also jetzt zum Bar und werde es da ansehen, da ist auch ein Monitor, und anhören, wenn Bob jetzt spielt für Sie mit diesen schönen Begleitungen, ein ganz originelles Arrangement von ein Stück, das wir meistens nur kennen in vokale Versionen, Careless Love Blues. Thank you.
Am 14. Mai 1990 feierten wir mit Oskar Klein dessen 60. Geburtstag. Mit dabei Peter Schilperort. Es sollte sein letzter Fernsehauftritt sein. Doch zuerst Oskar, der selbst 3 Jahre bei der Dutch Swing College Band spielte, über Peter. Also es ist so, Peter Schilperort ist für mich einer der wichtigsten Musiker überhaupt in Europa und überhaupt. Er ist vielleicht einer der wenigen Europäer oder der einzige, der einen Instrumenten- und einen Bandstil erfunden hat. Weil die Dutch Swing College Band klingt wie keine andere Band und da kann, ist gleich, wer da drin spielt. Und er klingt wie kein anderer Saxophonist oder Klarinettist. Ein Stück, das haben Peter und ich mit der Dutch Swing College Band vor 30 Jahren, mir kommt es wie gestern vor, aufgenommen. Und jetzt mal schauen, wie das klingt. Damals hat er die Klarinette gespielt, heute probiere ich es. Und wenn es nichts wird, kann man es ja immer rausschneiden. So weit ist heute die Technik. Ain't gonna give you nobody none of this jelly roll.